Ja Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind im Ruhrgebiet unterwegs und hier geht es auch für uns unter die Erde mal wieder. Wir haben einen richtig interessanten Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg und viele Leute wissen natürlich nicht, dass sich unter ihren Füßen, unter Wohngebieten und was weiß ich nicht alles, so eine Anlage befindet. Es wissen eigentlich nur noch die wenigsten davon. Der Olli ist mit dabei. Der Carsten und der Mike. Auf jeden Fall ist diese Anlage nur mit einer Stahlplatte verdeckt. Und dann gehen wir in das riesige Labyrinth unter die Erde. Und das möchten wir gemeinsam mit euch angucken. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Olli, wo geht's heute hin? Über den Bunker. Ja, Paragraph 123? Okay. Was? Egal. War das schon? Nee. Ja, krass. Aber die Polizei hier, man hat das Ding nicht gemacht. So, Freunde hier, Polizei abspürend. Da war schon nicht mal krank. War das vorher auch schon? Nee. Den Baum mal dahin, wo wir uns verdecken. Ja, ja, genau. Das meinte oder ich. Oder stell ja. Den hin. Nee, quer einfach. Einfach quer dahin. Dann fällt das nicht auf. Na ja, genau. So. Oh, bitte. Ja, die ist schon schwer. Da ist gar keine Leiter mehr. Die ist nämlich tief, oder? Geht. Jo, oder? Ja. Das geht aber. Ich hoffe es. Wenn ich unten bin, geht er nach oben. Ich komme auch einmal. Deswegen habe ich keine Ostern mitgenommen. So, Freunde, mittlerweile angekommen. Hier zu Anfang direkt die ehemalige Eingangstür. Halt so ein Gitter, ne? Da vorne haben wir den Eingang. So, Freunde, hier die nächste Hürde. Ist der Strauß ein bisschen gequetscht, aber das passt. Ja. So, Freunde. Hier der schöne Treppenabgang, wie das halt so üblich war. Oh, hier Sackgasse. Da geht's wieder runter. So, hier die zweite Etage, jetzt runter. So, hier sehe ich schon wieder Wasser. Gucken wir mal, ne? Also bis jetzt geht's noch. So, oh, Scheiße. Alter. Ja, Füße sind schon nass. Hier war auch noch mal irgendwie eine Tür. Auch so eine doppelflügige. So. Hier natürlich, zack, zack, zack. Die ganzen Steine. Alter, krass. Ja, Freunde, Wahnsinn. Das sieht heftig aus. Das sieht geil aus.
Freunde. Also hier einmal links, einmal rechts. Wir gehen als erstes nach links. Also Deckenhöhe bestimmt 2,50 Meter, schätze ich mal. Voll betoniert. Stollenform. Hier sehen wir schon wieder, dass er geklinkert ist. Beziehungsweise gemauert. Ja. Das sieht mega geil aus. Das sieht krass aus. Bis jetzt haben wir noch keine Inschriften gesehen. Hier. Ja. Trotzdem sehr interessant, definitiv. Hier auch schon wieder Ende. Ich weiß nicht, ob die das mal hier zugemauert haben oder einfach nicht weiter ausgebaut haben. Das ist ja immer die Frage, ne? So, dann geht es hier wieder weiter. Ich schätze mal, das wird wie so ein Karree sein, aber trotzdem extrem verwinkelt, ne? Hier auch wieder. Kleine Einbuchtung. Hier auch betoniert. Ja, hier war noch mal irgendwie was. Ich glaube, eine Tür vor oder so. Vielleicht haben die hier irgendwie was gelagert. Vielleicht Lebensmittel oder Munition, Gasmasken, irgendwas, was der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich sein sollte. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und was ich sehr interessant finde, Freunde. Ist das stockdunkel hier. Was ich sehr interessant finde, sind die ganzen Versinterungen hier. Ne? Das sieht so phänomenal aus. Auch hier die Stalaktiten. Ne? Echt krass. Überall ragen die hier von der Decke. So, da geht es nochmal lang. Und hier sehen wir schon die ersten Beschriftungen, die aber natürlich beschmiert worden sind. Steht hier nur für Beinamputierte. Ja, dann ist das der Beinamputierten-Bunker, ne? Könnte natürlich darauf hinweisen, so ein Sanitätsbunker. Hier steht nochmal das Gleiche, nur für Beinamputierte. Freunde, weiter geht's. Jetzt haben wir wieder gemauerten Bereich. Aber der ist echt krass verwinkelt. Ne? Jetzt links, rechts. Auch wieder Ende. Ja, Freunde, was haben wir denn hier? Das könnte ein Stemmmeißel. Hier auch noch eine alte Schüssel. Oder eine Schirmlampe. Das kann natürlich sein. Das könnte natürlich auch eine Schirmlampe sein. So, hier geht es nach oben. Sieht ganz nach dem zweiten Zugang aus. So, Freunde. Hier geht es auch nochmal die Treppen wieder hoch. Der Olli guckt da gerade. Hier sieht es aus, als hätten sie den schon mal versucht zu verfüllen. Jede Menge Schutt, der hier rumliegt. Aber eine Seite haben sie so relativ frei gehalten. Das ist die Frage. Und. Wo das hier rausführt. Ja.
So. Das sieht nach einem Notausgang aus, ne? Ja, wo mündet der? Sag ich mal, wie sieht es da oben aus? Ja, das ist ein Brett vor. Olli guckt jetzt, ob er da vielleicht noch einen Eingang findet. Ich zeige den einmal von oben. Das ist auf jeden Fall zu betoniert. Ja. Keine Ahnung, keine Chance. Ja. Ja, also ich schätze mal, das wird ein Notausgang sein. Ja, wo außen? Wenn du ganz hoch kletterst, dich da fesselst, dein Handy hältst. Hab's ja schon fast dran gehalten. Ja, das ist zu dick hier. Da ist aber ein Betonklotz drauf rum. Mhm. Ja, müsste man mal gucken. Gleich. Mhm. Also hier ist auf jeden Fall schon gut rutschig durch diesen ganzen Geröll hier. Muss mal ein bisschen aufpassen. Hier auch noch jede Menge Metallreste, irgendwelche Federn. Ja, also es war der beinamputierten Bunker. Das kann natürlich bedeuten, dass hier auch Betten waren für die Verletzten. Ne? Ich sag mal, wenn sie im Krieg angeschossen worden sind, vielleicht Bein verloren haben, die kamen hier hin, wurden verarztet. Ne? So, dann können sie sich auch nicht auf irgendeiner Bank setzen, lagen sie im Bett. Ne? Ist ja logisch. Und ich sag mal, die Relikte, klar, die schaffen sie nicht alle raus. Die meisten vergammeln hier halt, ne, bleiben hier liegen. Und ja. Ja, das könnte vielleicht, guck mal, das könnte vielleicht nochmal ein normaler Eingang gewesen sein. Ne, dass hier vielleicht normal rausging. Bunker hat immer zwei An- und Ausgänge. Und ein Notausgang. Hast du recht. Und der ist eigentlich parallel jetzt gegenüber zu dem anderen. So, Freunde, jetzt sieht man, hier ist so ein kleiner Durchbruch. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Auf jeden Fall sieht man jetzt mal hier die Deckenstärke von dem Beton. Ne? Also das ist nicht ohne. Ich versuche mal jetzt meine Hand hier so hinzuhalten. Ja, die Hand verschwindet da. Und da hinten, da sieht man halt den blanken Stein. Also das wird Kalkstein, würde ich sagen. Wird das sein? Kalkstein, ja doch. Also sind bestimmt 20 cm Deckenstärke. Ist natürlich gut, klar, massiv gebaut. So sollte es natürlich auch sein. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Oh, hier kommt auch schon wieder der riesengroße Bereich jetzt. Das sieht echt phänomenal aus, Freunde. Aber sicher muss man hier aufpassen. Hier haben wir Entwässerungsschächte. Alter. Olli, hast du das Summen gehört? Was? Hast du das Summen gehört? Das war das Summen? Ja. Ja, ja, ist da so eine... Ja, ich glaube, ich war ja auch schon mal. Da hinten sind Häuser oder Keller und da läuft irgendwas. Okay. So, jetzt hier, Freunde. Sieht man noch so einen alten Topf. Krass. Ja, also hier den nächsten Fund schon wieder. So ein alter Kochtopf. Ich bin hier noch was zu essen für uns. Ja, aber was ist das hier? Ja, das war der Löffel. Und das war der Kelch. Dann gibt es heute Erbsensuppe. Ja. Boah, aber dann nicht im Bunker hier, ne? So, Freunde, jetzt hier, ganz kurios, hier ist irgendwie ein Summen. Wir gucken jetzt mal, was das hier ist. Kommt von da unten her. Ja, Freunde, jetzt befinden wir uns hier noch in einer der äußersten Ecke.
Ja, Freunde, jetzt befinden wir uns hier in einer der äußersten Ecken des Bunkers und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Spitzen mal die Ohren. Wie so eine Wasserleitung, so ein Rauschen, Gas. Ja. Oder eine Kühlung, Klimaanlage. Oder Kühlung. Wir sind ja hier jetzt. Das ist wie viele Meter sind wir unter der Erde ungefähr? Ich schätze mal 10 Meter. 10 Meter unter der Erde heißt direkt hier nebenan, könnten Wohnhäuser sein, Keller, wo jetzt beispielsweise Oma Gertruds Waschmaschine läuft. Das glaube ich nicht. Hier gibt es ein großes Gebäude, was wir nicht verraten können, aufgrund des Standortes, was dieses Geräusch verursachen könnte. Stimmt, ja. Na? Genau, ich weiß, welches Gebäude du meinst, weiß aber gerade nicht. Aber das verraten wir nicht zum Schutz der Location. Das sagst du mir nachher im Anschluss. Ne? Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Gut, weiter. So, jetzt hier nochmal weiter. Hier war auch mal wieder eine Tür. Auch eine massive Bunkertür, definitiv, so wie das aussieht. Jetzt haben wir hier einen Bereich. Okay, ein kleiner Bereich. Hier geht es nicht weiter, aber was war das? War das hier? Was war das hier, Olli? War das vielleicht ein Tresor? Ein Lagerraum? Ziemlich klein, ne? Könnte sein, dass hier anhand. Ist ja schon ein dicker Scharnier hier, ne? Ja. Da ist schon eine richtig dicke Tür dran war. Und dass hier irgendwas. Tja, was kann man hier lagern? Munition? Das ist wieder ein guter Fun-Fact hier. Kann sein, dass hier in der äußersten Ecke vielleicht Munition oder was auch immer Gefahrengut gelagert worden ist, ne? Ja. Weil ich meine hier diese Scharnier, wenn man mal guckt. Ist schon massiv auf jeden Fall gebaut. Ja, das ist schon. Ja, die Lampe. Ja. Ja, hier auch, ne? Straßenschild. Ist auf jeden Fall auch schon ein paar Tage alt. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, ihr könnt auf jeden Fall irgendwas, was wo nicht jeder dran sollte, gelagert werden. So, Freunde, hier nochmal der vermeintliche Tresor vielleicht. Gucken wir hier, betonierte Mauer. Hier unten hat schon mal versucht, jemand sich vielleicht durchzugraben. Es kann natürlich sein, Freunde, dass es vielleicht mal hier weiter ging. Das Wohngebiet, unter dem wir uns befinden, ist nicht ganz so alt. Es kann sein, vielleicht beim Bau hat dieser Bereich von dem Luftschutzschollen gestört. Den haben sie verfüllt und hiermit halt auch zugemacht. Ist eine Möglichkeit, kann ich nicht ganz genau behaupten und sagen. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, weil hier hinten, da hat schon auf jeden Fall mal jemand versucht, sich durchzugraben. So. Lauter. Hier kommt das her. Der Schall, nein, das kommt da unten her. Der Schall. Ja, 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 ja. Ist richtig. So, die anderen beiden sind spurlos verschwunden. Ich denke mal, die warten vielleicht am Eingang auf uns. So, hier geht es nämlich auch noch lang. Hier auch, hier ist die Kulisse schon wieder ganz anders. Mega krass. Boah. Alter, hier bestimmt Deckenhöhe 4 Meter, schätze ich mal. Ne? Da sieht man nochmal den Versprung. Ist schon krass, ey. Das ist schon echt der Wahnsinn. Ja. Hier auch wieder der blanke Fels, wo sie einfach mal nicht weitergemacht haben. Ne? Wir sind eigentlich einmal komplett durchgegangen. Ist an sich ein schickes Teil.
Ja klar, man hätte vielleicht ein bisschen mehr sehen, ein paar Lüfteranlagen oder sowas. Sonst recht cool, auch mit den Stalaktiten und der Beschriftung. Was meinst du, Uli? Schön, ne? Schicke Ding, ne? Ja. Also hat sich definitiv gelohnt, hier einzugehen. So, Bilder haben wir gemacht, schaut beim Olli vorbei, Instagram. Bei den anderen natürlich packe ich alles unten rein. Ja, jetzt heißt es hier wieder, trockenes Fußes natürlich hier durchzukommen. An. Oh, warte kurz, so lange. So, Freunde, jetzt geht's raus. Oh, da Baum mit dabei. Mit Abhängen habe ich was anderes gemeint. Aber hat er so nur jeden gemacht, oder? So, jetzt gebe ich erstmal die Rucksäcke raus. Hoch ist schwieriger. Gib mal die Rucksäcke erst. Mach mal Lampe aus, ich leuchte schon. Mach mal Lampe aus. Dann gib mir erst die Rucksäcke. Stützt sich da ab an den Steigeisen. Boah, was für lange Beine hast du? Weil ich was anders machen habe. Ich kann ihn auch hochziehen. Nein, nein, ich sag was. Freunde, mittlerweile jetzt draußen. Hier seht ihr nochmal das Polizeiabsperrband. Polizeiabsperrung. Ja, wie gesagt, war ein schickes Teil. Schaut beim Olli vorbei und den anderen. Ich packe die unten in die Videobeschreibung. Schreibt uns einen Kommentar, liken und ein kostenloses Abo nicht vergessen. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Ciao.